Wir kennen uns doch von der Inkogo-Brücke. Da du jetzt hier bist, nehme ich an, du hast Prinz Sidon dann noch gefunden. Aber egal, jetzt solltest du erstmal zum Thronsaal gehen. Hör dir einfach an, was König Dorefan zu sagen hat. Ja, mach ich. Ich eile, sieht man doch. Zozo, ein Besucher. Wie schön, dass dich dein Weg in das Dorf der Zoras geführt hat. Du bist doch Link. Liliane, der vor 100 Jahren mir verzwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sich der Verheerung Garnon anheimfiel. Dein Gesicht, das könnte ich jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mifa verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link, ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in geruhsamer Zurückgezogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lasse es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Okay. Den hatte ich ja gesprochen. Nee, hatte ich nicht, ne? Die Geschichte des Volkes der Zora. Siebter Teil, die Sarg von Helden, der einen Leuen bezwang. Niedergeschrieben von Dorefan, König der Zoras. Lange ist es her, vertrieb ein Leune auf dem Donnerho sein Unesen und fährte das Volk in Angst und Checken. Doch an kam ein Hylaner, dem es gelang, die Bese zu überlisten und Dorf den Frieden zurückzubringen. Der Zora-Helm, den er dabei trug, wird seit meine Alguna des Tod Simrene-Dorfes verarrt. Loprisse, ein tapferer Taten des Helden-Ding. Ich glaube, das ist arg verwittert. Das kann man ja kaum noch lesen. Das stimmt. Was du da? Wozu ein Fremder? Auf diesem Gedenkstein hat König Dorefan die Geschichte unseres Volkes aufgeschrieben. Ich möchte den Inhalt in einem Buch zusammenfassen, deshalb lese ich mir das alles nochmal durch. Harte Arbeit. Link, jetzt fällt es mir wie Schuppen vor die Augen. Du bist der Grund, aus dem wir unsere geliebte Mifa verloren haben. Und sowas schimpfte sich Recke der Hylianer. Eins sollst du wissen, Bursche. Wir werden dir nie verzeihen. In 1000 Jahren nicht. Ich weiß von nichts. Glaubst also, damit ist es getan? Nicht nur habt ihr Hylianer damals vor 100 Jahren darin versagt, die Pest von Garnon zu entsorgen. Ihr habt uns auch noch Mifa geraubt. Das werde ich euch Hylianer nie verzeihen. Solange ich lebe nicht, hörst du? Das ist mir sowas an egal. Es ist mir so wumpe, Dude. Ja, geht auf jeden Fall irgendwo hin. Bevor wir das tun, sollten wir vielleicht wirklich den König mal aufsuchen. Oh, du bist also der Hylianer, den Sidon gefunden hat. Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorefan, der König des Zora-Volks. Hm? Deine Gürtelhänger, ist das etwa ein Schickerstein? Nanu? Lass dich noch einmal genauer ansehen. Du bist nach links, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke, Link? Ich wusste doch, dass mir ein Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer, wie er leibt und lebt. Welche Überraschung. Ja, da wäre eine Erinnerung wach. Unsere Pfade kreuzen sich einige Male. Wir hörten, du weiltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ich habe geschlafen. Was? Geschlafen? Deshalb also erinnerst du dich nicht an uns. Aber an unsere Tochter Mifa erinnerst du dich. Mifa? Sag aber nicht, du hast selbst Mifa vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde und du hast sie einfach vergessen? Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Sieh die Statuen, die wir zu Mifas Ehren errichtet haben und sage uns, fühlst du gar nichts mit diesem Anblick? Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz deine Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Wir hoffen es inniglich. Warte, bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon genug verwirrt. Ja, vielleicht hast du recht.
Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Das Merkglück als Verstand sieht und... Wow, 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 wow. Das ist sicher alles nicht leicht für dich, Link, doch bitte höre uns an. Du musst wissen, dass unser Dorf sich durch das Wüten des Wassertitanen Baruta in großer Gefahr befindet. Lass uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Würdest du uns in unserer Not beistehen? Haltet ein, Eure Majestät. Wollt ihr etwa eine Iliana um Hilfe bitten? Solch ein Schritt wäre ein Schlag ins Wasser für unser Volk. Musu, fängst du schon wieder damit an? Du solltest mir Respekt zeigen, Musu. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Iliana uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, vielleicht sogar ganz Hyrule, in die Fluten versinken. Ob Soas oder Iliana, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flossen reichen. So, besinnt euch doch, Majestät. Habt ihr denn schon alles vergessen? Wir dürfen den Iliana nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit dieser antiken Technologie herumgespielt, so würde es Hyrule jetzt noch geben. Sie haben alles in die Verdammnis geführt, sogar... Sogar Mipha haben sie uns genommen. Link. Ruta ist der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen. Das dann hier als Regen wieder herunterkommt. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich noch keine Bedrohung für uns. Doch durch den Dauerregen füllt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört, auch die Iliana, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Der Ruf des Titan. Der Wassertitan Baruta. In der Zeit vor der Verheerung hat eure Prinzessin Zelda die Titan erforscht. In ihren Schritten erwähnte sie auch die Vorrichtung auf Rutas Schultern. Laut ihrer Erkenntnisse handelt es sich dabei um Maschinen, die mit Hilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektropfeilen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun einmal ein Wasservolk. Mit Elektrizität können wir nicht gut umgehen. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt. Deshalb zog ich los, um einen Indianer zu finden, der uns helfen könnte. Ich denke, du hast bereits verstanden, Link. Bitte aktiviere die Maschine mit Elektrofeilen. Ich würde dich natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Ruta gemeinsam aufhalten? Hatte ich eh vor. Was? Du möchtest in den Titan eindringen und ihn besänftigen und Prinzessin Zelda leitet dich dabei? Heißt das, sie lebt noch? Sie ist im Schloss. Nicht zu glauben, sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern. Doch wenn du in die Titanen eindringen und sie zurückerobern kannst, dann ist es vielleicht doch noch möglich, Ganon wieder zu versiegeln. Komm zu glauben, dass du aus diesem Grund zu uns gekommen bist. Gut, ich werde dir dabei helfen. Sobald der Titan sich beruhigt hat, kannst du sein Inneres betreten, Link. Lass uns Ruta gemeinsam besänftigen. Ja. Vielen Dank, Link. Es muss Schicksal sein, dass du deine Ziele genauso mit unseren übereinstimmen, dies, das. Erlaube, dass wir dir ohne weitere Umschweife das hier überreichen. Zora-Rüstung. Jede Zora-Prinzessin fertigt so eine Rüstung für ihren zukünftigen Gemahl nach Maß an. Wenn man sie trägt, kann man Wasserfälle hinaufschwimmen. Mit diesem Gewand kann sogar ein Iliana Wasserfälle hinaufschwimmen wie ein Zora. Pass gut darauf auf. König Dorofan, wollt ihr ihm etwa die Zora-Rüstung geben? Ausgerechnet diese? Solch eine Rüstung fertigt jede Zora-Prinzessin für ihren zukünftigen Ehemann an. Diese hat unsere holdselige Prinzessin Mipha gefertigt, eigenhändig und mit größter Sorgfalt. Recke oder nicht?
Der Gedanke, dass die erlauchte Mifa ein solches Juwel für einen ungehobelten Fußsoldaten veranfertigte, ist absurd. Das Maß ist voll. Ich protestiere aufs Schärfste. Ah, dieser Mosu. Er war der Erzieher unserer Tochter, musst du wissen. Er liebte Mifa fast so, wie wir als ihr Vater es taten. Wieso redet der immer von wir? Ist das Shizu? Wird Mifa durch die große Verheerung verloren, hegt er einen Groll gegen alle Hylianer. Ich vergib ihm seine Äußerung. Aber? Wird Mosu befohlen, die Elektrofeile zu besorgen, die wir benötigen, um Ruta zu besänftigen. Doch jetzt ist er gegangen. Denke, ich werde Mosu schon zur Vernunft bringen. Warte bitte. Sidon, will er ihm etwa erzählen, dass... Denk, Mosu hat es vermutlich auf den unteren Platz zurückgezogen. Willst du auch zu ihm gehen? Wir denken, dann wird es leichter werden, ihn zu überzeugen. Denken wir das. Denk, Mosu hat sich... Ja, gut. Alle klar. Aber wir können mit der Zora-Rüstung... Können wir jetzt voll krass... Krass schwimmen und so. Können wir doch auch auf der unteren Etage mal kurz den einen Wasserfall runterspringen. Hier. Dann wieder hochspringen. Hochschwimmen. Ja. Hallo, meine Wenigkeit hat eine Erleuchtung. Es gibt auf der Welt nichts Schöneres als ein Körper im Sprung. Du hast von König Dorofan die Zora-Rüstung erhalten, nicht wahr? Mit Hilfe der Zora-Rüstung kannst du selbst als Lilianer Wasserfälle hinausschwimmen und so wieder hochkommen. Willst du meiner Wenigkeit den Gefallen tun und meinen Sprung präsentieren? Los, einfach einen schönen Köpfer in den See unter uns. Ich bin blind. Diese Schönheit hat mich geblendet. Gut, dann schwimm den Wasserfall hinauf. Komm zurück. Okay, wie geht das? Fantastisch. Ich kann es spüren. Meine Seele zittert wie ein Welpe im Regen. Vielen Dank für diesen ekstasischen Genuss. Dann los, kehre zu meiner Wenigkeit zurück. Das war wunderbar. Ich habe jeden Augenblick in mich aufgenommen. Meine Tränen wollen einfach nicht versiegen. Ich muss mich bei dir revanchieren. 5-mal Sputlotus, dankeschön. Ich bin zutiefst bewegt. So einen schönen Sprung wie deinen sieht man nicht alle Tage. Ich werde dich im Auge behalten. Okay, okay. Wir beruhigen uns alle mal ein bisschen, okay? Obsoletes Geschwätz. Was soll das? Wenn du plaudern willst, war dein Weg hier umsonst. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Hör zu, Mosu, es gibt etwas, das ich dir verschwiegen habe. Es ist mir etwas Unangenehmes, direkt vor ihm zu sagen, aber es war Link, den meine Schwester liebte. Ich war damals noch zu jung, um viel davon mitbekommen zu haben, aber von meinem Vater habe ich immer wieder gehört, dass Link einen besonderen Platz im Herzen meiner Schwester einnahm. Was? Das habt ihr doch erzonnen, um mich zu demütigen. Große Mifa hätte niemals einen Hylianer lieben können. Er erinnert sich ja nicht mal selbst an sie. Sogar beim Anblick ihrer Statue bleibt sein Herz bar jeder Regung. Das ist die Wahrheit, Mosu. Auch wenn sie es nie übers Herz gebracht hat, sie mit dir zu teilen. Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Du warst wirklich ein ungestümes Kind. Andauernd hattest du irgendeine Schramme. Und jedes Mal habe ich dich geheilt, genau wie jetzt. Hylianer werden so schnell erwachsen. Im Handumdrehen warst du viel größer als ich. Ich war so froh, dass ich deine Wunden heilen konnte. Ich war glücklich.
Die Verheerung Ganon droht wiederzukehren. So viel wissen wir. Aber was genau auf uns zukommt, das können wir noch nicht einmal erahnen. Aber auch wenn der bevorstehende Kampf noch so hart wird, wenn irgendjemand, wenn du eine Verletzung davon tragen solltest, dann bin ich da und heil dich. Egal wie oft, egal wie schlimm es ist, ich möchte dich einfach beschützen. Wenn dieser Kampf vorüber ist, dann wünsche ich mir, dass du wieder zu Besuch kommst. Wie damals. Damals, als wir beide noch Kinder waren. Was ist, Link? Alles in Ordnung? Zoras, du zitterst ja wie eine Kaulquappe. Was ist denn? Erinnere mich. Was? Jetzt hast du sie vergessen und jetzt plötzlich erinnerst du dich wieder? Das soll ich dir glauben? Einfach so? Beweise es mir. Geh und beweise mir, dass du es warst, dem sie ihr Herz geschenkt hatte. Wenn du mich überzeugst, sollst du erfahren, wo meine Elektropfeile herbekommen. Hast du es immer noch nicht verstanden? Sieh dir die Rüstung, die Link trägt, genau an. Kannst dich umziehen, so oft du willst. Glaube nicht, dass mich das in irgendeiner Weise... Das ist doch die Zora-Rüstung. Jede Mifa hat sie eigenhändig angefertigt und es sieht so aus, als besitze sie exakt deine Größe. Wie ist das möglich? Hast du verstanden? Mifa hat Link geliebt. Für ihn hat sie die Rüstung gemacht. Dass sie ihm wie angegossen passt, ist der beste Beweis dafür. Weil du Hylianna noch nie leiden konntest, hatte Mifa allen verboten, dir davon zu erzählen. Dann musst du uns jetzt wohl helfen, Musu. Wie kommen wir an die nötige Menge Elektrofeile? Wie ich dich kenne, hast du schon einen Plan. Sollte sie die Rüstung wirklich und wahrhaftig für dich angefertigt haben. Es schmeckt mir zwar immer noch nicht, einen Hylianer um Hilfe zu bitten, aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ich bin ein Zora von Ehre. Ich stehe zu den Blasen, die ich blubbere. Ich werde dir sagen, wo du Elektropfeile in Hülle und Fülle finden kannst. Dieser Berg, das ist das sogenannte Donnerhorn, auf dem sich das Kap der Prüfung befindet. Auf diesem Berg lebt ein gefürchtetes Monster. Es schießt mit Elektropfeilen auf jeden Eindringling. Für einen Zora sind diese Pfeile absolut tödlich. Aha, der Leune. Dieses Monster verwendet mit Vorliebe Elektropfeile. Muss versuchen, ihn ein paar davon abzuluxen. Er ist sehr gefährlich, aber du schaffst das sicher irgendwie, Link. Um die Titanen in den Griff zu bekommen, wirst du eine beachtliche Menge Elektropfeile brauchen. Sagen wir mal 20 Stück oder mehr. Bleibt abzuwarten, ob du es schaffst, so viele Pfeile zu ergattern. Was sagst du denn, Namutsu? Natürlich schafft er das. Gut, wir sollten ins Wasser schlagen, solange es nass ist. Schnellster Weg aufs Donnerhorn führt die Wasserfälle im Osten des Dorfes hinauf. Die Zora-Rüstung wird dir dabei eine große Hilfe sein. Schwimm einfach direkt unter den Wasserfall und dann rauf. Ich warte am östlichen Stausee auf dich, wo der Titan ist. Wenn du mindestens 20 Elektropfeile hast, komm dorthin. Überlass es mir. Gut, nehmen wir es gemeinsam mit dem Titan auf. So, Wassertitan Varuta. Das heißt, das nächste Mal besorgen wir uns ein paar Elektropfeile da oben. Auf dem Donnerhorn. Gibt's noch eine Quest zum Annehmen? Wenn das mal nicht der Hylianna ist. Du hast mit König Dorofan gesprochen, nicht wahr? Dann weißt du ja, wie es dank Ruta um das Dorf Zora steht. Deswegen reparieren meine Kollegen Fuka und ich das Dorf. Leider geht uns immer das Material aus. Und Reparaturen erfordern immer eine Menge Leuchtsteine. Im Zoraner Hochland sieht man sie überall. Hast du auf deiner Reise vielleicht schon Leuchtsteine gefunden? Hab ich vielleicht verkauft? Wäre mir eine große Hilfe, wenn du mir 10 davon geben könntest. Wenn das mal nicht der Hylianna ist, kann ich dir helfen. Hier, Leuchtsteine. Danke. Du hast wirklich 10 Leuchtsteine für mich? Dann lass mich nur schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist wirklich alles, was wir haben wollten.
Ich nehme dir die Leuchtsterne mal geschwind ab. Und natürlich soll es auch belohnt werden. Diamant, der wertvollste Edelstein, der in Hyrule zu finden ist. Sein Funkeln fasziniert die Lianer schon seit uralten Zeiten und er erzielt unsagbar hohe Preise. Kriege sogar noch einen oben drauf. Nice. Du bist unser Retter. Wenn du wieder 10 Leuchtsterne hast, die können wir immer gebrauchen. Aber ich kann dir nur einen Diamant geben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Kann ich also Leuchtsteine für Diamanten eintauschen? Aber Leuchtsteine haben doch bestimmt, ich sag mal Sterne. Leuchtsteine haben doch bestimmt auch irgendeinen Zweck. Mal sortieren am besten. Leuchtsteine. Topas, Rhodonit, Saphir, Diamant, Leuchtstein. Habe ich noch 14, ne? Dann gebe ich ihm nochmal 10. Danke. Dann lass mich nur schnell nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wirklich erstes Jahr, Mann. Ich nehme die Leuchtsteine mal geschwind ab und natürlich soll es auch belohnt werden. Diamant, dankeschön. Ja, wenn hier keiner sonst noch eine Quest für mich hat. Glaube ich, ist es dann wirklich an der Zeit, die Folge zu beenden. Hier leuchtet. Ne, 70 pro, ne? Also wenn 10, 700. Okay, also wir machen auf jeden Fall irgendwie Minus dadurch. War ja klar, dass wir ein schlechtes Geschäft machen. Die nächsten Leuchtsteine gehören mir. So, aber jetzt wird gespeichert. Dann remuxe ich das Ganze, schmeiße es ins Renderprogramm. Dann kommt hoffentlich mal wieder eine Zelda-Folge auf YouTube. Also, sehen uns in der nächsten Folge. Ich mache jetzt mal wieder weiter, ne? Sorry fürs Warten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.